Ja, also wir hatten richtig krass Kohle und haben die auch mit vollen Händen und mit viel Spaß ausgegeben. Weißt du, da läuft so ein Intro und ich denke, das kommt mir total bekannt vor. Ah, bin ich! Weil man hört ja seine eigene Musik nicht. Ich bin Judith Holofernes und ich gucke mir jetzt alte Wir sind Helden-Videos an und gucke, was es mit mir macht und erzähle euch davon. Los geht's! Das mag ich immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Ja, das war das Video, das wir gemacht haben, bevor wir eine Plattenfirma hatten, bevor wir im Radio gelaufen sind. Ja, und haben das quasi kühn an MTV damals geschickt. Obwohl uns gesagt wurde, dass das auf keinen Fall klappen würde und dass sie natürlich nichts spielen würden von einer Band ohne Plattenfirma. Und das Video hat damals 2000 Euro gekostet. Ich stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne. Weißt du, was ich mich frage? Ist, ob Leute, die gar keine Bravo-Love-Stories mehr mitgekriegt haben, das genauso lustig finden wie ich. Sollen sie bitte in die Kommentare schreiben, weißt du, wenn man das überhaupt nicht mehr kennt? Oder gibt es sowas überhaupt noch? Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. Diese T-Shirts, die man da sieht, ne, dass ich da anhabe, die haben wir tatsächlich alle, oder ich genauer gesagt, handbemalt. Mit so T-Shirt-Farbe und damals noch bei diesem Dreh, also zur Zeit dieses Drehs, an einzelne Fans verkauft. Auf Bestellung. Also die waren alle aus dem Second-Hand-Laden und ich habe tatsächlich Bestellungen gekriegt, weiß ich nicht, ich hätte gerne Pink in XXL und dann bin ich in den Second-Hand-Laden, habe das gesucht. Bemalt und an der Straßenecke übergeben. Es ist immer noch so, dass ich ab und zu, weißt du, wenn ich jetzt Konzerte spiele, dann kommt halt immer noch irgendjemand in der Signierschlange und macht so und zeigt mir sein handbemaltes T-Shirt. Ah, Patty. Genau, also das ist Patty, Patrick Meyer. Der hat unsere ersten drei Heldenalben produziert. Und ist, ich muss mal gerade überlegen, in fast allen Videos als der schmierige Produzent aufgetreten. Also der war quasi unser Hitchcock, den wir immer überall, oder unser Stan Lee, den wir immer haben auftauchen lassen. Ich habe das auch teilweise, weißt du, dass ich, aber jetzt mit meinen neuen Sachen auch noch, dass ich in irgendeinem Geschäft bin und dann läuft es im Radio und ich so denke, das kenne ich irgendwie. Weißt du, da läuft so ein Intro und ich denke, das kommt mir total bekannt vor. Ah, bin ich! Weil man hört ja seine eigene Musik nicht. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet: Mission Main erfüllt Ausrufezeichen Plakate 8, Verhaftungen 0, Punkt, Mission 2 folgt, Punkt, hol den Vorschlag, Anna. Da muss ich gleich was erzählen. Das wissen, glaube ich, die meisten so richtigen Wir sind Helden-Fans eh schon. Aber diese Nachricht, die da läuft, das war eine Nachricht von, wir hatten so eine Art geheimen Fanclub, die hießen Robins, also weil wir Helden waren. Und die Robins waren quasi die Robins zu unserem Batman. Und die haben immer so Sachen für uns gemacht. Die haben zum Beispiel Klos beschmiert mit Parolen, also mit unseren Texten und so. Und die hatten eben gerade eine Mission erfüllt. Die hatten gerade Plakate 8, Verhaftungen 0, Punkt. Mission 1. Und das aber auf meinen Anrufbeantworter gesprochen, der es uns dann so vorgelesen hat. Also auf der Tour, die man da sieht, habe ich zum Beispiel, glaube ich, dann irgendwann auch in München gesagt, jeder, der den Text von dem Song kann, soll auf die Bühne kommen. Und dann kamen, glaube ich, 200 Leute auf die Bühne. Und dann wurden die evakuiert und wir haben voll Ärger gekriegt, weil wir beinahe die Bühne zum Einsturz gebracht haben.
Ja, also das ist eine Zäsur, die quasi, genau, an der man schön zeigen kann, wie wir irgendwann angefangen haben, total durchzudrehen, was Videos angeht und richtig viel Geld auszugeben. Also wenn man, ne, wenn man sich daran erinnert, dass das erste Video 2000 Euro gekostet hat, dieses hier nicht. Und wir hatten aber so wahnsinnig viel Spaß bis zum Schluss mit den Videos. Wir haben ja völlig, es gibt's heute gar nicht mehr, um mal nochmal richtig wie eine Oma zu klingen, aber es ist echt so, diese Budgets, die wir da teilweise hatten, da drehst du heute, ja, weiß ich nicht, also ich auf jeden Fall drehe jetzt so 6 bis 8 Videos von dem Geld, mindestens. Ja, also wir hatten richtig krass Kohle und haben die auch mit vollen Händen und mit viel Spaß ausgegeben. Bei diesem Video zum Beispiel war von Anfang an klar, dass wir Choreo brauchen, Choreografie. Und wir hatten genau nicht nur Choreografie für uns, sondern auch ein Ballett, was im späteren Verlauf noch zu sehen sein wird. Diese Geister singen schief und sind nicht einfach aus. Also das Getränk, was mit dem ich da in der Torte verschwinde, das hatte ich tatsächlich in der Torte, weil es da nämlich natürlich total heiß war und ich ewig warten musste. Also ich habe große Teile dieses Videodrehs in dieser Torte verbracht und draußen, ich hatte keine Ahnung, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was draußen passiert. Es war alles nur Raschel, Tanzmoves und so und ich musste mal warten, bis jemand mich wieder rausholt. Genau, da heben die mich aus der Torte. Das sieht relativ leicht aus. Wir haben das aber, glaube ich, weiß ich nicht, 16 bis 20 Mal gedreht. Und ich hatte wirklich die ganzen Achselhöhlen voller blauer Flecken. War schmerzhaft, aber Leiden für die Kunst lohnt sich. Ich bin immer noch sehr beeindruckt. So Videodrehs sind ja auch immer so krass stressig. Und gleichzeitig sehr lustig, aber da ist ja mal ein wahnsinniger Druck drauf. Ne? Es kostet unglaublich viel Geld und meistens drehst du halt bis morgens um 2, weil du kannst dir keinen zweiten Tag leisten. Ne? Das heißt, du drehst halt, bis du fertig bist. Und unsere Drehs haben immer ewig gedauert, weil wir uns halt total verschätzt haben darin, was man so machen kann. Ja, es war ehrlich gesagt mit das, was ich an diesem großen Erfolg am lustigsten fand, dass man halt jeden Quatsch umsetzen kann, der einem einfällt. Weißt du, so eine Zeit lang, ganz schön lange Zeit lang, war das halt so, dass wenn wir irgendeine Idee hatten, die Plattenfirma erstmal gesagt hat, geil, so. Ne? Und das ist einfach eine Situation, die macht total Spaß. Und wir haben einfach immer, ja, irgendwie genauso viel Liebe in diese Videos geschickt, wie in alles andere auch. Das ist ja ein Zitat von einem Dylan-Video, Subterranean Homesick Blues, das ich sehr mochte. Es war aber nicht meine Idee. Also das hat die Filmlounge sich ausgedacht, um mir eine Freude zu machen, sozusagen, weil ich großer Dylan-Fan war und sie wussten, dass mir das gefallen würde. Und die eigentliche Idee war ja aber, das als One-Shot zu machen. Das heißt, das ist alles ein Take, der aber teilweise vorwärts und teilweise rückwärts läuft. Und dadurch geht alles irgendwie erstaunlich gut auf. Und ich kann mich noch erinnern, dass Peter von der Filmlounge wirklich so zuckende Augenlider hatte, weil, ne, weil er fast verrückt geworden ist an seiner eigenen Idee. Also es war ein totales Getüftel. Und es hat so funktioniert, dass wir alle, wir hatten so Stöpsel in Ohren. Und wir hatten Piepser da drauf und mussten unsere Plakate, unsere Textzeilen sozusagen immer bei jedem Piep abwerfen. Und wenn aber einer eins vergessen hat oder einen Piep nicht gehört hat oder nicht reagiert hat, dann war es vorbei. Dann hat das ganze Ding nicht funktioniert. So. Und wir haben das im Freien gedreht, was keine besonders gute Idee war, was aber eben in dem Dylan-Video so ist. Das heißt, als es angefangen hat zu regnen, nach einem Take, wussten wir, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, weil diese Texttafeln nass wurden. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, 3 Takes gemacht. Große Wellen schlagen.
fällt mir noch was ein. Diese Bewegungen, die wir da gemacht haben, die haben sich dann verselbstständigt und wurden zu so einer Art Publikumschoreografie, ohne dass wir das in irgendeiner Form eingefordert hätten. Und es war extrem süß. Also bis 2012, also bis zu unseren letzten Konzerten, haben die Leute dann halt bei den Konzerten immer diese ganzen Bewegungen, ne, aber genau an den richtigen Stellen gemacht und so. Sehr rührend. Es ist tatsächlich auch immer noch das Video, wo wir bis heute so total süße Nachmachervideos geschickt kriegen. Ne? Also immer noch irgendwelche französischen Schulklassen, die das für ihre Lehrerin nachgemacht haben und so. Also dann meistens ohne vorwärts, rückwärts. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber genau. Ich habe tatsächlich warme Gefühle zu allem, was wir gemacht haben. Also ich habe nicht sowas, weißt du, wo ich denke, irgendwie mich so wegducken möchte oder so. Aber zu viel gehört und zu viel gespielt habe ich eher nur ein Wort, glaube ich, weil wir den wirklich, weiß ich nicht, fast auf jedem Konzert gespielt haben. Hier haben wieder die Leute von der Filmlounge mir eine Freude gemacht, weil ich eine ganz große Comic-Leidenschaft habe und auch immer Comics gesammelt habe und so. Und hier natürlich, das durften wir damals nicht sagen, weil wir Angst hatten, dass es uns jemand verbietet. Aber ja, ein massives Tim und Struppi-Zitat am Werk ist. Wobei der Stil, man konnte sich so rausreden, der Stil heißt Linie Claire und das konnte man quasi behaupten, dass man sich darauf beruft und nicht so direkt auf Tim und Struppi und so. Aber ich war natürlich im Himmel, weil ich einfach diese französischen Comics immer so geliebt habe. Und ja, also das ist das Schöne daran, wenn man ganz lange mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet, dass sie dann halt echt auch wissen, wie sie einem eine Freude machen. Und ich war aber tatsächlich auch froh, mal ein Video zu machen, wo wir zwar inhaltlich total viel mit zu tun hatten, aber halt nicht gedreht haben. War auch total schön, weil man hat einfach immer mitgekriegt, was die da, also gezeichnet hat es meine Freundin Vanessa Carré, die, mit der ich jetzt auch mein Tiergedichtebuch gemacht habe und so. Das ist eine ganz alte Freundin, mit der ich immer noch zusammenarbeite. Und die hat diese ganzen Figuren entworfen und dann haben wir die geschickt gekriegt. Und es war einfach total schön, weißt du, man kriegt das dann geschickt und da, das bin ich. Und ich war natürlich sehr verliebt in den Esel. Wir haben dann sogar einen Live-Auftritt gemacht, weiß ich noch, ich glaube beim Echo vielleicht oder bei der 1 Live Krone, ich glaube beim Echo, wo wir uns quasi mit Plastikmasken als diese Charaktere aus dem Video verkleidet haben, was ja ziemlich bekloppt aussah und so. Und ich weiß noch, dass die Jungs in der Band dann relativ schnell so ein bisschen die Schnauze voll davon hatten, dass das alles so niedlich ist. Ja, man muss auch echt sagen, wir haben uns einfach immer viel Mühe gegeben mit allem. Weißt du, wir hatten einfach immer Bock auf die ganzen Sachen und wir hatten gute Leute, mit denen wir irgendwie eng waren und da kann man dann einfach auch tolle Sachen machen. Ich mag die alle sehr. Ich glaube, mein Liebstes von denen ist vielleicht immer noch das Guten Tag-Video. Einfach weil es so das erste auch war und irgendwie die Geschichte, dass es so wenig Geld gekostet hat und auch so eine Blitzaktion war. Wir waren da einfach in irgendeinem Proberaum ein paar Stunden, haben das irgendwie durchgezogen. Also wenn man in so einer Band war, weißt du, die so viele Leute so gemocht haben und die ich ja auch sehr, sehr gemocht habe, dann ist das echt jahrelang sehr schwer. Oder es war jahrelang sehr schwer, weil natürlich immer wieder alle fragen, wann man das wieder macht. Und ich meine, wir haben das wirklich, wir haben es 12 Jahre durchgezogen, davon 5 Jahre mit 2 kleinen Kindern im Tourbus und so. Also wir haben alles reingegeben und alles rausgeholt, was irgendwie ging. Ich bin wahnsinnig froh, ehrlich gesagt, dass ich jetzt die Sachen so machen kann, wie ich sie jetzt mache, weißt du, so ultra unabhängig und irgendwie ja, jetzt noch nicht mal mehr meine eigene Plattenfirma, sondern gar nicht mehr, sondern bei Patreon und so. Ne? Das ist ja alles jetzt so sehr, ich hatte einfach keine Lust mehr auf Musikbusiness und das macht mir
als Lebenskonzept deutlich mehr Spaß. Aber es ist irgendwie schön. Also ich gucke mir diese Sachen an und denke, geil, das war ich auch mal.